heutigen Fitnessabend. Hoffentlich geht's gut. Und wir legen auch gerade los. Ein bisschen alles durchbewegen, strecken. Bewege ich immer etwas grösser werden lassen. Immer grosse Bogen oben durchziehen. Und wir machen den Kreis. Du kannst vielleicht ein bisschen breiter stehen. Gehen wir unten durch und wechseln oben die Richtung. Ein bisschen den Bauch spannen. Körper macht einen kleinen Kreis. Und hier wieder schon die Bauchspannung aufbauen. Die Richtung wechseln. Knie anziehen, Richtung Brust auf, Oberkörper ist aufgerichtet. Und macht einen Einbeinstand, versucht es 8 zu machen mit dem Knie, es liegt ins 8. Hüftbeuger da so ein bisschen. Bewegen, Hüftgelenk. Und anderes Bein. Und dann legt los und das an Ort und Stelle drauf. Du kannst gerade mal Handgelenkreisen dazu. Unterarm. Richtig wechseln. Schön über die Füße abrollen. Und ganz locker gegen die Füße boxen. Natürlich kein richtiges Boxen in dem Sinn, einfach mal ein bisschen die Bewegung für die Hintern. Und wir nehmen den Fuß vor und fangen an, so ein bisschen für die Hintern pumpen. Das ist schon gemacht. Und den anderen Fuß nach vorne. Wechseln. Und versucht den Wechsel schnell zu machen. Zwei, drei Mal rufen und wechseln. Und wechseln. Schnelle Füße. Die Arme wechseln übrigens. Immer die Hand auf den Fuß, der vorne ist, an die Hand vorne. Vielleicht merkst du, dass du das Becken musst mitdrehen musst, für den Schnellwechsel. Gut, und locker.
draaien. Voel het een beetje op en af rollen. Ik ben met Theo was Theo Sibarijn voor nature. Snoeven. Kleine tongen gaan we naar mijn zitten trainen. Voelt dus een kleur van afgelopen weer. Klik je handen dus voor me. Met de voet. En dan moet ik een stukje gaan zien met voor de hindere pompen. En dan kan je je voorstellen, slag op, slag onder. En dan terug maken, dat is een zakkiger. Laat dat de elbogen niet doorslaan. Dan gaan we weer abbremsen. Spannen hineingeven. Ausschnaufen. Locker pompen voor de hindere. En snel voeren. Mach een schöne Fuist. Die Finger sind da geschlossen, also nicht irgendwie so altpatzige Fuist. Die Handgelenke sind gerade beim Schlagen. Wenn du von der Seite schaust, könnt ihr einen Teller abstellen. Höch tief. Höch tief. Also zum Beispiel ein Jahr ins Knie. Und einen Bauch tief. Eine. Und Seitenwechsel. Wieder zuerst den Rhythmus ein bisschen finden für die Hintern. Und jetzt ist der Arm zuerst hoch, tief. Schaffen wir auch mit dem Becken. Schau, dass du schnell hinterher ziehst. Das ist wieder so eine Push-and-Pull-Bewegung. Eine Hand geht vorne, die Hand zurück. Das ist jetzt natürlich mehr so ein bisschen Karate-Style. Jetzt würden wir natürlich zurückgehen mit der Hand. Wie der Fisch und Vogel eigentlich. Wie der Karate richtig. Eine Boxen, merke ich gerade. Fitness verlangt. Nein. Gut. Locker rauslaufen. Gut. Machen wir auf den Boden. Und zwar machen wir da unten ein bisschen unsere Kicks weiter. Und zwar kannst du mal auch ausprobieren. Links Mawashi, links oder rechts. Maigeri und nur. Kann auch mit Gesäß drin sein. Kann auch ein Yokogeri sein. Ein Ushiro, hinten nur wie so ein Ross, der ausschlägt. Kann von unten sein, Kopf am Boden, beziehungsweise Schulter am Boden. Kopf haben wir in der Regel nicht so mega gerne am Boden, wenn es keine Matte ist. Und einfach probieren, was es da alles gibt. Und wenn du magst, kannst du das Ganze ein bisschen schneller machen natürlich.
schöne Kicksgibt, nicht dass du irgendwie einfach mit den Beinen umeinander hampelst. Und dann stell dir das Ziel vor, zum Beispiel Skibein, Bauch, Kopf, nochmal Bauch, Skibein, Oberschenkel. Und versuch das Tempo ein bisschen zu steigern. Probier aus. Positionen, wo du landen drin und musst dich verteidigen. Noch 10 Kicks. Normalerweise habe ich da vielleicht noch seine Füße. Jetzt habe ich einfach meine Hände neben dran. Ich kann sie gerade ein bisschen brauchen, um da zu stützen. Eins, zwei. Eins, zwei. Noch zweimal. Und langsam abrollen. Sehr gut. Wir drehen uns um 180 Grad. Und wir üben hier wieder mal unsere Vierfüßler. Handgelenk, Ellbogen, Schultern sind schön übereinander. Bauchnabel reinziehen. Und lupfen mal die Knie weg vom Boden, damit du es nicht durchhängst. Und wir stellen den Fuß vor, öffnen. Öffnen. Bringt ein bisschen Beweglichkeit ins Spiel. Und wenn wir hier zum Teil in der Kappe, zum Beispiel mit vorne durch, gehen wir führen, hilft uns die Bewegung. Fuß kommt plus minus dort an, wo die Hände sind, vielleicht ein bisschen weiter. Aussen weiter führen, je nachdem. Und dann dreht auf. Eine pro Seite. Gut, dann kann ich ein bisschen lockern. Zuerst üben wir den Sturz vorwärts. Und zwar landen wir auf unseren Unterarm in dieser Position. Wir machen ihn nur aus dem Sitzen. Normalerweise können wir ihn aus dem Stand machen, aber das lassen wir jetzt mal den Nachbarn zu lieb. Dann haben wir den Unterarm, ich bin hier flach auf den Boden. Mein Kopf dreht ab, damit ich die Nase nicht anschlage. Und das Wichtigste, gute Bauchspannung. Bauchnabel reinziehen. Also das ist die Standposition und ihr könnt entweder hier hoch starten oder ein bisschen tief und euch minus Brett fallen lassen und das Brett bricht nicht und es sinkt nicht ein. Entweder hoch, macht ihr die Knieblätterschwung, gute Spannung und kurz.
Spannung rein. Einmal. Gut. Schauen wir mal, wie wir von dieser Position im Goshindo-Stand aufkommen. Der Goshindo-Stand kennt ihr hoffentlich immer noch. Hier haben wir, wenn wir wieder die Linie weiterziehen, einen rechten Winkel. Das heisst, der Vorderfuß zeigt ein bisschen gegossen. Der Hinterfuß zeigt ebenfalls gegossen. Die andere Richtung, das Becken, zeigt gerade geführt. Ich bin ein bisschen geführt gerichtet. Und die linke Hand ist hier so plus minus Solar Plexus Höhe, etwa einen Fuß weit weg vom Körper. Die andere ist hier in der Verlängerung, so als würde ich ein Schwert heben. Kopf ab. Und das ist meine Position. Und da gehen wir jetzt rein. Und zwar machen wir den Sturz. Und jetzt könnt ihr einen Weg suchen, wie ihr effizient aufstehen könnt. Das kann sein, bei der Tür nehmen. Vielleicht wollt das andere Bein für einen Schritt machen. Vielleicht findest du einen anderen Weg. Zurückstossen. Dann mal ausprobieren, was das effizienteste ist für dich, das schnellste. Gute Bauchspannung behalten. Und grundsätzlich schauen, wie du das jetzt machst. Du musst gar nicht mehr nie im Gross zuschauen. Wenn du Klopfen hörst, weisst du, dass ich noch dran bin. Mal ausprobieren. Gut. Jetzt, meistens wenn wir geführt gehen, kann es gut sein, dass jemand von hinten schupft. Also wir eigentlich nicht zwingend geführt, vielleicht steht dort noch ein anderer. Aber wahrscheinlich wenn wir uns umdrehen, darum machen wir einen Kaiserback hier. Also wir drehen uns. Machen wir das gerade mal schnell auf. Gehen in die Goshindo-Position. Fuß bleibt am Boden, drehen. Du kannst dir vorstellen, hast du einen Farbstift oder einen Bleistift zwischen den Füßen und du willst am Boden einen Kreis zeichnen. Und du hörst das auch. Mein Fuß bleibt hier am Boden und ich drehe auf dem vorderen Fuß auf dem Vorfuß. Gut, versuchen wir das mal zu verknüpfen. Ich komme dann mit dem Sturz vorwärts, Spannung, komme nur und drehe. Ohne zu tabeln, in einem Schwung 180 Grad rundherum. Gute Durchspannung. Alles übrigens freestyle.ch, hab vom Plan. Gut. Als nächstes liegen wir auf der Rücken. Und das Ziel ist, das Brückli zu machen. Das haben wir schon gemacht, über die Schulter rollen. Mit den Beinen stossen. Auch hier ein bisschen der Bauchspannung, ein bisschen Kinder kippen. Weit hintergreifen.
die heb ik verscrappelen. En dan erbij moet ik inhaken. Anders zou ik wat die heb ik te maken vragen. Plakkeren. Mijn hoofdplank. En eigenlijk een kussen. Schnaufen. Gut. Dann mache ich wieder Ruhe. Und zwar gerade mal in. Der sitzt an. Die Beine sind ein bisschen auseinander. Und nicht gerade in eine volle Dehnung reinkommen. Und zwar ziehen wir dann das eine Bein an. Und wir kommen hoch. Hier richtig hoch. Also nicht. Gipfel machen, Rücken ist gerade, wechseln, anderes Bein anziehen und da drüber hochkommen. Fliessen im Wechsel machen, vielleicht schaffst du es, um die Arme da oben zu behalten. Schon da versuchen immer den Arm zu wechseln, dass wieder der Arm vorne ist, das Bein vorne ist. Jetzt etwas mit Beweglichkeit. Und so kannst du gerade den Gretsch wechseln. Und mit geradem Rücken ein bisschen nach vorne kommen, sodass es dir eine Dehnung gibt in der Inneroberschenkelmuskulatur. Und gut schnaufen, loslassen. Seite. Unterarm kommt zum Boden, obere Arm öffnet, den Rippenbogen öffnen. Langsam lösen. Die andere Seite, ebenfalls Unterarm auf den Boden. Und da richtig den Rippenbogen öffnen. Gut schnaufen, loslassen. Und langsam lösen. Beine schliessen. Und mit geradem Rücken suchen. Führen zu kommen, die Beine sind ganz gestreckt. Wenn du völlig Mühe hast, den Rücken gerade zu behalten, kannst du vielleicht auch von hinten ein bisschen stossen und versuch deine Wirbelsäule ganz lang zu machen. Und lass dann den Rücken rund werden. Und lass ihn so richtig vorne runtersinken. Und schau über die eine Schulter, gegen die hintere.
merkst, dass es so ein bisschen hinten runterzieht. Nacken, Schulterbereich. Und auf die andere Seite. Zum Uhrrollen zurückkommen und dann gehen wir da eins bei Uhr, kippst das Becken gegen hinten und schiebst dann so ein bisschen gegen vorne und komm da vorne runter. Sollte da Dehnung geben im Hüftbeuger. Loslassen, Muskulatur. Mit dem Ausatmen noch etwas mehr in die Dehnung hineingehen. Und langsam lösen. Zuerst das Becken gegen die Kinder kippen, ein bisschen gegen vorne schieben, wahrscheinlich merkst du dann schon die Dehnung. Und komm dann vorne runter. Lass die Hände auf den Boden und schieb dein Brustbein Richtung Knie. Du darfst die Beine ein bisschen Bogen behalten, wenn du willst, oder strecken. Vielleicht schaffst du es auch mit den Fersen Richtung Boden runterzukommen. Schau aber dabei, dass das Gesäß der höchste Punkt ist und dass du nicht da vorne bist mit dem Rücken, sondern wirklich hinten. So, mit der Nasenspitze Richtung Knie zu kommen. Rücken lang strecken. Langsam zurückkommen. Aufrichten. Auf seitlich neigen. Langsam lösen. Die andere Seite. Oben dran ganz sanft ziehen. Die andere Hand gegen abstoßen. Und lösen. Sehr gut. Du hast es geschafft. Halbe Stunde durchgehabt. Ein bisschen etwas für Beweglichkeit gemacht, Kraft und Ausdauer. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Oder am Mittwochmorgen. Du kannst auch die Videos später noch anschauen. Gib mir doch ein Feedback und bis gleich. Danke fürs Mitmachen.